Olympiapremiere für Richard Freitag. In Sotschi erlebt der 22 Jahre alte Skispringer seinen bisherigen Karrierehöhepunkt. Das ist einfach ein Ziel, was einen jeden Tag wieder motivieren lässt. Aber man weiß natürlich auch, und das ist das Positive daran, dass das einen jeden Tag wieder motiviert. Man hat viel zu tun, man muss jeden Tag in den Kraftraum oder in die Halle, auf die Schanze, und von dem her ist das wirklich viel wert. Freitags bisher größte Erfolge sind die Mannschafts-Silbermedaille bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2013 in Val di Fiemme und Bronze im erstmals ausgetragenen Mixed-Wettbewerb. Die Vorbereitung auf die Olympiasaison verlief allerdings alles andere als nach dem Geschmack des Sachsen. Im Sommer zog sich Freitag ein Ermüdungsbruch eines Mittelfußknochens zu und musste 10 Wochen zuschauen. Danach setzte ihm eine Knochenhautentzündung im linken Sprunggelenk zu. Mit wenig Wettkampfpraxis blieb Freitag bei der Vierschanzentournee als einer der Geheimfavoriten deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das soll sich in Sotschi bei seiner Olympiapremiere ändern.